Ihr sollt von meinem Grundstück runtergehen, habe ich euch gesagt. Und das habe ich dir ungefähr 5-mal gesagt vorhin. Ich filme euch gerade, beziehungsweise gerade. Mach das Foto, wenn du willst, Alter. Aber ich habe Fotos zu machen. Aber gut, dann streame ich euch. Ja, und ich habe auch gerade gestreamt, wie ich dich Arschloch nenne. Und ich streame auch gerade, wie ihr die ganze Zeit hier vor meiner Haustür steht. Verpisst euch! Verpiss dich, du dummes Stück Scheiße, du kleiner Hurensohn, du verficktes kleines Stück Scheiße! Was mit mir los ist? Was ist mit dir los? Warum musst du mich in meiner Privatsphäre, in meinem Privatleben stören, du kleines Arschloch, hä? Mit mir stimmt alles. Ich bin nicht derjenige, der vor deiner Haustür steht, oder doch? Oder bin ich hier nicht bei mir zu Hause? Doch, schon. Im Gegensatz zu dir nicht vor deiner Tür. Und zwar sofort. Nicht wirklich. Junge, du bist ein kleines Scheiße, du bist ein kleiner Hurensohn und du tust auch nur das Filmen. Ich dagegen streame wirklich. Ja, zitter ruhig. So Leute, könnt ihr ihn gleich mal leaken, wenn ihr wisst, wer das ist. Wenn der hier mit seinen komischen Kasper-Gedöns da rumrennt. Weil solche kleinen Hurenwichser-Söhne da, ja, den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als zack zu gehen. Solche Leute, das sind die größten Hurensöhne aller. Ohne Scheiß. Was geht im Kopf von solchen Wichsern vor, ey? Ich verstehe das nicht, ey. Den ganzen Tag so einen kleinen Wichsscheiß abziehen. Was ist denn das? Was ist denn mit den Leuten falsch gelaufen? Was läuft mit solchen Menschen schief? Ich verstehe es nicht. Wie kann man so ein Hurensohn sein? Wie kann man sich so asozial verhalten? Das verstehe ich nicht. Das geht mir nicht in die Birne rein. Ich meine, warum muss man so asozial bewichst sein, dass man so einen Scheiß abzieht? Ganz im Ernst. Ohne Scheiß, Alter. Solche kleinen Hurensöhne, ne? Ich verstehe nicht. Was läuft mit solchen Menschen schief? Ist denn ihre Erziehung wirklich so schief gelaufen? Mein Blutdruck. Mach dir um meinen Blutdruck mal keine Sorgen. Ohne Scheiß, Alter. Ich meine, ich raff's echt nicht. Was geht im Kopf von solchen Idioten vor? Ich meine, ist das so cool, Alter, jetzt hier vor meiner Haustür zu stehen? Wenn man über sowas lachen kann, dann lacht man doch über seine eigene Dummheit, oder etwa nicht? Mal ernsthaft, die fahren hier, weiß der Geier, wie weit her, um sich von mir beleidigen zu lassen, um hierher zu kommen, um einfach mal richtig aufs Maul zu bekommen. Und dann fühlen sich dabei noch cool und denken auch noch, das ist witzig, dass sie über mich lachen. Da lachen sie aus meiner Sicht über ihre eigene Dummheit. Ich meine mal ernsthaft, Leute. Was ist denn das? Wie kann man sich so asozial verhalten? Raff ich nicht. Geht mir echt nicht in die Birne rein. Mann, Mann, Mann. Ich beleidige die, solange ich will. Weil ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kindergarten. Wenn man so ein asozialer Hurensohn ist und so eine Scheiße abziehen muss, dann ganz ehrlich, haben sie ja nochmal alle Tassen im Schrank. Ich meine, die kommen hierher, provozieren mich. Ich habe mehrfach gesagt, ich soll von meinem Grundstück runtergehen, haben sie es nicht gemacht. Als ich dann den Stream anhatte, komischerweise mal wieder, ne? Hauptsache, sie stehen dann als Gute da, sind aber gleichzeitig die Idioten und die können gar nicht als Gute dastehen, weil das die Idioten sind, die hierher fahren und hier die Scheiße abzuziehen. Ich meine mal ernsthaft. Was geht im Kopf von solchen Idioten vor? Raff ich nicht, ey. Geht mir nicht in die Birne. Naja, wie auch immer. Haut rein. Bis zum nächsten Stream von irgendwelchen Idioten, die meinen, dass man lachen kann über seine eigene Dummheit.